So, dann geht's Richtung Barak. So, jetzt holen wir uns. Und weiter geht die Reise. Ich möchte jetzt was einschalten, das habe ich bis jetzt immer vergessen, aber jetzt wieder eingefallen. Schön. Ich weiß es auch gar nicht. Also Linz sind wir noch nicht, glaube ich. Oder? Also noch nicht einmal in Österreich, oder? Noch nie, dann mal in Österreich. So, mit dem Trinken, ja? So, das ist nicht da. Ich bin auch am Zusammenstellen für eine Playlist für den Eurotruck. Wir müssen uns dann mal ranziehen. Jetzt habe ich halt immer nur, was ich so finde. So, Welcome to Austria. Sehr schön. Schönes Cabrio.
fahre nach Glück und dann biegt er gleich ab. Richtung Salzburg. Bin dumm, ich bin nachgefahren, ich hätte gar nicht abbiegen können im Sommer. Gute 2. Ich habe mich zu sehr auf den konzentriert. Komm. Kann ich auch umweg. Ah, das ärgert mich jetzt schon. Das hätte jetzt nicht sein müssen, dieses Verfahren. Eine schöne Fahrt gewesen. Im Rasen wird es auch ein bisschen so. Und Zeit einholen. Wir fahren da ab, dass wir gleich wieder auffahren können. So. Passt. Jetzt nach Bratislava. Ohne Umweg. Habe ich denn echt Striffen? Oh mein Gott. So, das wäre, das war jetzt echt nicht.
Ja, bis daher war der Umweg. Ja, wartet gegen 5.40 Uhr, das könnte sich schon ausgehen. Pause müssen wir bis dahin auch keine machen. Kann sich jetzt wirklich schon ausgehen. Was werden wir dann tun? Wir haben dann um die 210.000. Garage aufrüsten, Kredite wieder aufnehmen. Dann könnten wir uns einen kaufen. Einen LKW. Ich muss sagen, schauen wir, ob es dann eine Strecke nach Wien gibt gleich von dort. Bratislava, weil da wir gleich heimfahren und die Garage vor Ort aufrüsten. Sehr aufmerksam von ihm. Ist so teppert. Auch nichts geschissen. Einfach rübergefahren mit seinem Tesla. Ein Glück jetzt. Seitdem wir in Österreich sind. Strafe zahlt, verfahren. Unfall gehabt.
So. Ich bin gespannt, wo unser Ziel auf jeden Fall hinführt. Also wir haben ja jetzt schon viel eigentlich und Fahrer. Ich bin jetzt am Rechnen nebenbei, wie ich das am besten jetzt mache, ob es nicht sogar gescheiter wäre, sage ich jetzt einmal in Bratislava gleich. Neben Wien ist ja eigentlich Bratislava. Eventuell eine Garage zu kaufen. Ich glaube, das kostet mir 50.000. Und ich könnte auch einen LKW kaufen. Und die könnte ich dann auch irgendwann aufrüsten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich die aufrüst, 150.000 kann ich auch zwei Fahrer dann reinfahren. Wenn ich 250.000 mehr erspare, ja, nur jetzt fürs Aufwerten, also sagt 300.000 jetzt in die Garage investiere, ja, hätte ich die Möglichkeit, fünf Leute zu nehmen. Ich glaube, wir sind in Wien. Wien, ja. Warte da gleich. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Notenbrater. Dann gleich kommt ein Brater, dann müssen wir rechts raus.